Servus und hallo bei Echen TV, ÖPNV und Trax. Ich bin der Andi, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge Loot auf unserem Kanal. Ihr seht, ich habe heute ein anderes Fahrzeug da. Ich habe auch nicht normal geschildert, wie ich sonst. Ich habe einfach geschildert über Ziel und Sonderzeichen. Dann haben wir hier heute die E9 Hauptbahnhof nach Westbahnhof. Wir haben hier eh keine Anzeigen drin in diesem Fahrzeug. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal auf Nacht. Ihr seht, wir haben hier richtig schön beleuchtet hier. Was ich richtig cool finde, sind hier diese Seitenbeleuchtungen vom Fahrzeug. Und hinten ist er auch oben und unten beleuchtet. Also ist einiges los. Ich gehe mal rein. Wir öffnen mal die Türen, wir sind am Bahnhof hier. Und ich dachte, wir starten einfach von hier, weil wir eigentlich den Rest der Strecke eigentlich ganz gut kennen schon. Und deswegen dachte ich, starten wir mal hier und machen eine kleine Abendfahrt. Irgendwie scheint das Innenbeleuchtung nicht zu funktionieren. Aber ich finde ihn eigentlich ganz schnicke, den kleinen 10 Meter Fahrzeug. Also ich würde sagen, fahren wir mal bei Nacht. Und gehen rein. Ihr könnt natürlich wieder 1, 2, 3 machen. Oder ihr könnt hier unten auch einfach auf komplett schließen. Aber vielleicht kennt ihr das Fahrzeug eh schon und benutzt es regelmäßiger. Ich persönlich habe es noch nicht so oft genutzt, muss ich ehrlich sagen. Wisst. Und der ist echt geplappert. Hab ich aufgepasst, wo wir hin müssen. Wo sind jetzt die Pfeile? Ah, hier. 9, okay, müsste passen. Hoffe ich zumindest. Ja, passt. Das passt jetzt nicht. Weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erinnern irgendwie die Geräusche an GT6N. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir oder nicht. Ups! Wir haben uns verfahren. Mal wieder. Wir müssen da rechts rum. Macht nichts. Es sieht auch bei Nacht richtig toll aus, muss ich sagen. Hört ihr auch die Laterne leuchtet bei uns im Fahrzeug immer? Sieht auch einfach toll aus, muss ich sagen. Hört, zack.
jetzt hier. Jetzt sind wir jetzt auf der 8 gelandet. Ist auch hier komisch. Ich war vorher an der Haltestelle. Wo wir sind. Ich glaube, wir sind falsch, aber... Ach Gott. Schauen wir mal, wo sind wir jetzt? Stadtkirche. Sieht schon herrlich aus. Wenn wir falsch fahren, fahren wir nochmal, einfach hier nochmal lang und dann nächstes Mal fahren wir dann die 9, wenn wir falsch liegen hätten. Ich würde auch nochmal kurz nachgucken. Genau, ich guck mal kurz nach und melde mich dann gleich wieder. Es passt, ihr Lieben. Stadtkirche hat beide Linien an, die 8 und die 9. Wir müssen gucken, dass wir nach links abbiegen. Und ich glaube, wir haben auch beim letzten Mal, wo wir jetzt hier lang gefahren sind, haben wir hier schon so nachgeguckt. Befürchte ich. Aber ich befürchte, dass wir auch beim letzten Mal nachgeguckt haben. So erinnere ich mich gerade irgendwie. Apotheke. Irgendwas in meinem Hinterkopf kommt gerade, dass wir das auch beim letzten Mal nachgeguckt haben. Aber es sieht auch bei Nacht toll aus. Ich mag diese Karte einfach, Leute. Ich mag sie einfach, und ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass Victor Minger eingestellt wird. Das finde ich echt schade. Aber mal kann man nichts machen. Ich kann nur als Münchner, kann ich nur mein Bedauern ausdrücken. Mehr geht nicht. Ich kann nur sagen, schade, aber ist halt so. Also dann bin ich hier um. Auch obwohl es jetzt fiktiv nur ist, sieht es eigentlich doch schick aus, muss ich sagen. Schließen wir die Türen. Und ich werde auch mal in den nächsten Folgen noch mal andere Fahrzeuge von eben vor euch zeigen. Ach, herrlich diese Karte. Fast Unfall. Ich habe mich eh nach rechts, da ich will mal gucken, was auf dem Schild steht. Ah.
Ihr wisst ja, ich bin immer sehr neugierig. Fünf und acht geradeaus, neun, richtig. Nach rechts. Ach Quatsch. Ich bin gespannt, wie schnell das der kann. 60, 70. Als 75 kann er. Ganz schön schnell für so ein kleines Fahrzeugchen. Ach, hier sind wir beim alten Kanal. Wir sind ja auch nur einmal hier lang gefahren, deswegen muss ich immer noch mal gucken, weil ich mich auch nicht mal. Ach, falls ja, funktioniert das hier nicht. Also das ist wirklich eine meiner Lieblingskarten, muss ich echt sagen. Ich will halt, dass halt auch keine KI fährt. Ich wollte mal kurz was gucken. Ach, sieht schon herrlich aus. Keine Frage. Kann man hier eigentlich schon Züge fahren? Wäre mal cool, wenn man auch hier als Zug fahren könnte. Das wäre schon mal echt cool. Aber ich meine, das sieht schon echt schick aus. Auch wenn das dunkel im Dunkeln ist. Es ist schon eine sehr schicke, schicke Karte, Leute. Könnt ihr nichts sagen. Schon sehr schick. Auch hier mit dem Briefkasten. Schick, schick. Ich will mal auf die Freigabe gehen. Gewohnheit. Hört mal an, das sieht richtig toll aus, Leute.
Also da eine alte Telefonzelle, mitten im Nichts. Irgendwie, nur die Häuser da hinten. Also ich immer den Zaun ein, also. Einfach herrlich. Die wollen sie nicht einsteigen. Was hätte noch keine KI-Fahrt? Genau. Ein Tag nicht in Betrieb, also schaut euch mal das an, das ist auch wieder cool. Also sowas mag ich, muss ich echt sagen. Und hier ist der Wildpark, der Park, wo sich genau hier hört dann die kleine Schmalspurbahn. Ach ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Schick. Neuer Kanal, alter Kanal, Bahnhof, neuer Kanal. Super. Cool einfach. Und gut, dass wir einfach am Bahnhof gestartet sind. Weil so können wir in Ruhe einfach den neuen Abschnitt uns angucken. Ja, bisher kennen wir es ja, ich weiß, aber. Ich mach das hier an. Einfach mal, ich bin neugierig. Es geht leider noch nicht weiter. Hier ist Ende am Gelände. Aber wir haben es jetzt einfach nochmal bei Nacht angeguckt. Und ich gucke einfach nochmal kurz. Was er als letztes gepostet hat, ganz schön er macht gerade die Fahrpläne. Das ist super. Okay, kann sein, dass ich mich verfahren habe. Okay. War das letzte Update? Ich bin neugierig. Ihr wisst, ich bin neugierig. Wie immer. Eine meiner schlimmsten Eigenschaften, ich weiß. Düsseldorf.
die. Klein für Tier. Okay, dann ist es absolut noch nicht draußen. Ich hätte mal gucken sollen, bevor ich losgefahren bin. Aber es war mir trotzdem noch eine schöne Fahrt gehabt. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao. Euer Andi, macht's gut und bis bald.